So, sieht man mich? Ja. Mich auch. Hi Leute, heute hier von der Vivarium und ich bin beim Ben von 3D-IAS. Genau. Und ja, wir haben tatsächlich mal was Neues von dir. Ja, oder was heißt wieder was Neues? Jetzt mal für weiterentwickelt, sage ich mal. Weiterentwickelt. Also das IEO-Inlay kennen wir ja schon alle für die kleinen Becken. Richtig, da hat man mal drüber gesprochen, dass wir da bei mir was machen wollten. Genau, kommt ja auch noch. Ja, ist in Arbeit. Zeit hat man ja immer noch. Genau. Genau, und wir hatten halt gesagt, okay, das ist ja eigentlich generell dafür gedacht, um vom Süßwasser ins Meerwasser zu switchen. Also, dass man halt sagt, okay, man hat sein Süßwasserbecken noch stehen, möchte das Meerwasserbecken haben. Und dann hat man ja meistens die Option, man kauft sich Produkte und macht sie mit Magneten oder irgendwie Heizstab hinten rein, alles Mögliche. Also im Prinzip nach dem Prinzip, so wie es da im Prinzip mit dem Yasha oder mit den Red Sea Becken ist, die halt einen abgetrennten Technikbereich haben im Becken, ohne dass man jetzt ein Technikbecken darunter braucht. Genau. Das ist der Plan. Und das kriegen wir damit hin, weil man kann das Standardbecken nehmen. Wir können alle Maße eigentlich da realisieren. Also wir haben jetzt, das ist jetzt auch vierteilig, damit wir halt auch ganz, ganz große Sachen machen können. Also wenn wir Richtung 60 mal 60 gehen, theoretisch, wäre auch das machbar. Mhm. Das hier ist jetzt ungefähr 40 mal 40. Und man hat halt hinten drin einmal die Möglichkeit, wir haben direkt den Fließfilter von uns natürlich integriert. Klar. Macht irgendwo Sinn. Ja. Man hat hinten eine relativ große Abschäumerkammer. Und wir haben nochmal für eine Rückförderung. Ich gehe dann gleich nochmal kurz mit drüber. Genau, für eine Rückförderpumpe haben wir das auch drin. Mhm. Klar, da ist jetzt nur, ich habe einen Adapter gedruckt fürs PVC-Stück, da kommt natürlich dann ein normaler Adapter, PVC-Winkel dran. Ja, man kann es mit der Nozzle kombinieren, dann hat man halt auch schon Strömung. Wir haben jetzt hier halt die beiden, also einmal MP40 und einmal die DMP, die von Jebao, die andere, laufen. Man kann die natürlich auch mal ausmachen, also da kommt schon auch Strömung von der Nozzle an. Das ist jetzt eine ungefähr 1000 bis 2000 Liter regelbare das Pumpe. Das reicht ja für den Durchlauf hinten zum Reinigen und für den Abschäumer generell aus. Genau, absolut. Was halt wirklich geil ist, dass man tatsächlich dann, ich sag mal, sein bestehendes Süßwasserbecken dann günstig umarbeiten kann in erstmal einen Versuch, sag ich jetzt mal, um zu gucken, ob man damit klarkommt. Ohne jetzt großartig teure Becken zu kaufen. Ja. Wo das dann schon integriert ist. Das ist definitiv und vielleicht genial. Hat man auch ein, zwei Sachen, die man irgendwie gebraucht kaufen kann. Man kann halt alles hier auch anpassen. Also wenn jemand eine Pumpe noch da hat, eine Rückförderpumpe, und sagt, ihm reichen jetzt, das sind ungefähr 8 cm, das Außenmaß, das heißt Innenmaß, ungefähr... Wie, das ist möglich? Man kann mit dir reden? Das ist möglich. Leute, sprechenden Leuten kann geholfen werden. Wir haben eine Handynummer, da kann man anrufen per WhatsApp, per Instagram, per Mail. Wir haben viele Möglichkeiten, also, alles ist möglich. Es ist nicht alles fix. Wenn irgendwas geändert werden soll oder auf Maß angepasst werden soll, ist das grundsätzlich möglich. Absolut. Weil es halt 3D gedruckt ist. Es ist 3D gedruckt. Es ist kein Spritzguss oder ähnliches. Es ist 3D gedruckt und kann somit angepasst werden. Ja, also das ist auch so erweiterbar mit dem System, wie wir das jetzt haben. Und genau. Alles gut, Holger. Alles gut. Wir sind ja fertig hier jetzt. Ja, genau. Gehen wir eine Etage weiter. Gehen wir einen Schritt weiter. So Leute, die Technik ist mein Feind, ihr wisst das. Von daher müssen wir jetzt hier ein bisschen nacharbeiten. Anderthalb Wochen nach der Vivarium. Ich habe den Ton kaputt gemacht, beziehungsweise nicht mit aufgenommen. Von daher blende ich uns beide jetzt gleich unten rechts in die Ecke links ein. Wir erzählen euch was zu dem, was ihr da auf dem Bild seht. Und das ist der Plan. Also, auf geht's. Ja, sind wir hier bei den Pumpenaufsätzen und du hast da eine ganze Menge an Material. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Genau, also wir haben da den Aufsteller einmal gemacht, um halt diesen Vergleich Light Kit und Full Kit, sage ich mal, darzustellen. Da gibt es ja gleich noch eine Detailaufnahme. Ja, genau, blende ich mit also ein. Also was sozusagen welches Set umfasst, also dass man in dem Full Kit halt die komplette Einheit mit auch noch diesem äußeren Guard hat und links das Light Kit ist so ein Standardprofil, was halt einfach nur ausgetauscht wird mit dem originalen Gitter und dann sieht man darunter einmal die drei verschiedenen Gitter, die man einsetzen kann, die immer dabei sind. In manchen Pumpen sind auch noch ein zusätzliches viertes Gitter dabei, aber wir haben ja immer diesen Standardflow, der das eigentlich nicht groß beeinflusst, ein Blade-Aufsatz, der das schon ein bisschen breiter und turbulenter macht und dann ein Spiral-Aufsatz, der das extra breit und weit macht. Die sind im Prinzip dafür da, um einerseits natürlich die Pumpe zu schützen, die Aufsätze,
beziehungsweise rundrum der Käfig und vorne die Einsätze, sprich die vorne davor gesetzt werden, geben dir halt noch die Möglichkeit, dementsprechend dann ja die Strömung zu verändern, breiter zu machen, turbulenter zu machen, je nachdem. Wir haben es hinten in meinem Becken ja auch gehabt mit der Pumpe von Aquamedic, dass es dementsprechend dann sehr viel breiter dann ist und das ist ein komplett anderes Strömungsbild halt entsteht. Genau, einmal eine Pumpe kaufen und 3-4 verschiedene Strömungsbilder damit erzeugen können. Ja, weiter geht's mit den Sägen. Du hast mittlerweile ein Update zu diesen Sägen. Also sprich, du hast eine Standardsäge, die eine Schnitthöhe genau. von 100 mm hatte, war es, glaube ich. 111, irgendwie sowas. Auf jeden Fall größer als wieder komische Ding, was ich unten im Becken hatte zum Schneiden. Und genau da lag die Problematik. Die Säge funktioniert ja, die ist einwandfrei, hatte ich jetzt neulich noch im Einsatz. Und du hast jetzt halt eine größere, mit einer größeren Schnitthöhe gemacht. Genau. Die hat welche Schnitthöhe jetzt? Weiß ich gar nicht auswendig. So, ich glaube 1300 Millimeter, also 130 Millimeter. Hat ein bisschen breitere Schnittfläche, auch nochmal 2 Zentimeter, also 20 Millimeter zugelegt. Ist jetzt eine Sache, mit der wir testen. Die meisten sagen, sie brauchen gar nicht viel mehr, also viel höher zu schneiden. Klar, so Gonioporen sind dann die Ausnahme, wo man dann vielleicht mal ein bisschen mehr braucht. Massenkorallen, ne? Genau, aber wenn man dann jetzt in die Riesenstöcke von einer Euphilia oder sowas geht, da zerkleinert man die großen Äste einmal grob mit einer Schere oder mit einer Zange und schneidet dann die einzelnen Köpfe davon runter. Das geht halt noch ganz gut. Deswegen, da testen wir gerade. Dauert jetzt noch ein paar Monate, bis das dann auf den Markt kommt. Ja, supi. Ja, sind wir beim Schauaquarium mit Springschutz und allen anderen möglichen Sachen. Erzähl mal dazu was. Ich habe es jetzt nicht so richtig mehr im Kopf. Ja, also das ist halt einfach mal, wo wir alles von uns, was wir an so einem Aquarium verbauen können, verbaut haben. Genau, da hinten gehe ich jetzt einmal über den Fließfilter mit der automatisierten Variante drüber. Dann haben wir oben auf der AI Prime einen Blendschutz von uns. Also den haben wir, da zeige ich einmal nach rechts, dass wir den auch noch für verschiedene andere Größen da haben. Dann haben wir einmal da unseren Sprungschutz drauf, der jetzt für verschiedene kleine Becken als Standard-Sprungschutz der anpassbar ist. Also es werden im Prinzip die Maße vom Becken werden dir im Vorfeld durchgegeben und du passt im Prinzip die Größe genau darauf an, sodass es dann halt auch stimmig ist. Genau, also jetzt das Waterbox haben wir da, dafür haben wir das dann gemacht, aber wir können das für alle anderen Beckengrößen auch machen. Da haben wir jetzt gerade noch den Blendschutz in der Hand. Genau, den Blendschutz einmal, dass wir da Lüftungsgitter immer, also weil wir den Blendschutz immer komplett verschließen oder auch häufig sind andere Blendschutze verschlossen. Und wir haben ein Lüftungsgitter mit eingebaut, das halt sozusagen passiv unter der Lampe belüftet ist, damit es da zu keinem Wärmestau kommt. Ja, das ist ja ganz wichtig, gerade bei den aktiv gekühlten Lampen ist es halt so, dass die natürlich Luft zum Atmen brauchen, weil ansonsten die entsprechenden Chips dann heiß laufen. Und da ist natürlich wichtig, dass dann überall die entsprechenden Lüftungsmöglichkeiten, wie jetzt da auch mit dem, der ist für? Für die AI Hydra 2632, genau, damit einfach da, wo die Wärme entsteht, an der Wärmequelle halt kein Wärmestau entsteht. Genau, da haben wir noch einmal gesagt, dass da die Nozzle verbaut ist und da ist auch eine Jebau SLW MLW 10, irgendwie eine von den beiden, mit dann unserem Aufsatz, war jetzt hier der Breite, genau, der hat das Becken jetzt beströmt oder beide zusammen haben das Becken relativ gut beströmt. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt hier die Smart Drift drin gehabt mit dem sehr, sehr breiten Aufsatz und das hat hier wirklich sehr viel gebracht. Also das wurde tatsächlich überall hin beströmt. Das war ziemlich genial. So kann man dann dementsprechend vorhandene Pumpen dann tatsächlich nochmal ein kleines bisschen pimpen, um hinzugehen und zu sagen, okay, die Strömung, die es jetzt rausbringt, ist nicht ganz so dolle. Ein anderer Aufsatz kostet natürlich hier und da auch ein kleines bisschen Leistung, muss man natürlich auch ganz offen und ehrlich sagen, aber es ist eigentlich nicht wirklich viel. Nee, und wenn man halt jetzt das Riff aufgebaut hat am Anfang und die Korallen entwickeln sich, die Riffstruktur ändert sich, anstatt jetzt noch eine neue Pumpe oder eine andere Pumpe mit einer anderen Charakteristik zu kaufen, kann man halt erstmal mit diesen Aufsätzen arbeiten und selbst bei den kleinen Pumpen spricht man ja schnell von 100 Euro oder aufwärts, was so eine Pumpe kostet. Da ist es natürlich günstiger, dann erstmal so zu testen und das anders einzustellen. Ja, jetzt schwenken wir gerade rüber. Genau, da kommen wir dann zu den Nozzles, da hatten wir ja noch was zu gesagt, da habe ich auch noch, glaube ich, eine Detailaufnahme von. Genau, da sind wir einmal drüber gegangen, das ist halt da die... Das ist dein Drucker, wo genau, wir gerade waren. Ja, den haben wir einmal mitgebracht auf der Messe, war relativ gut, halt einfach Sachen nachzuproduzieren, die gut gelaufen sind.
Und Leute haben sich das gerne angeguckt. Damit man dann auch mal sieht, wie sowas funktioniert. Ja. Weil das heißt immer 3D-Druck, aber viele können sich ja gar nicht so viel darunter vorstellen, ja, wie es dann tatsächlich gemacht wird. Das stimmt, genau. Und dann sind wir einmal über die Nozzeln drüber gegangen. Da sieht man halt einmal die 3 verschiedenen Größen. Dann darunter, dass es halt einfach eine Vielzahl von Aufsätzen gibt, die man da für die Nozzles nehmen kann. Also zum Beispiel hier haben wir einen 16mm Aufsatz. Wir haben aber die für Red Sea da, wir haben die für die Waterbox Aquarien da. Und dann kann man sich einfach die Nozzle, sage ich mal, zusammenstellen, wie man sie möchte. Die Gelenke hast du ja auch hier gemacht. Ja, genau. Wird immer standardmäßig mit 4 Gelenken geliefert. Und ob man jetzt hier wie hier keins oder dann... Eins. Oder eins, ja, genau, ein Gelenk. Im Prinzip den Einsatz und den Nozzle direkt auf das Gelenk drauf. Genau, oder dann halt bis zu 4 Einsätze noch, um einen 90-Grad-Bogen hinzubekommen, dann da draufsetzt. Zum Beispiel, ja, okay, macht sich jetzt hier bei dem kleinen Becken macht's keinen Sinn. Genau. Also wenn man dann die Nozzles auf größeren Auslässen draufpackt, dann ist das natürlich schon weitaus besser. Ja, im Waterbox haben wir 2, also die Ein- und Aus, also den Adapter und die Nozzle plus 2 Gelenke genommen. Hm. Hat da jetzt gut gepasst, das trägt nicht auf, aber man kann halt trotzdem noch ein bisschen hin und her alles bewegen. Ja, Filtereinsatz hast du da gerade noch genau in der Hand gehabt, den wir jetzt hier oben im Endeffekt durch den Fließfilter ersetzt haben. Genau, wer es ein bisschen einfacher haben möchte. Da hast du jetzt gerade die Fotobox in der Hand. Genau, nee, wir haben noch den Aktivkohle-Einsatz gerade einmal in der Hand gehabt. Also für den Filterkorb, um halt einfach Aktivkohle direkt einzubringen und noch Filterwatte oben drauf zu packen, dass man halt beides hat. Und ja, meistens, wenn man halt diese Säckchen und sowas, die dabei sind, die sind recht klobig, weil die eigentlich für die großen Filterkörbe gemacht sind. Stellt euch das nochmal detailliert ein, direkt von der Website. Jetzt hast du aber die Fotobox. Jetzt habe ich die Fotobox, genau, war halt einfach, um Fotos einfach so zu machen. Jetzt zeige ich mal dass die Besonderheit. Wir haben einmal einen 45-Grad-Einsatz, den habe ich da gerade in der Hand, um halt auch schräg von oben Fotos machen also sprich, zu können. Wenn du die entsprechenden Ableger auf dem Plug hast, die kannst du dann halt im 45-Grad-Winkel ohne das mit der Oberfläche zu machen, je nachdem wie die ist. Und hier sieht man jetzt gerade einmal die Messskala. Also das ist dann 20, ich glaube in 10er-Schritten, in 20er-Schritten haben wir das gemacht, um halt, wenn man für den Verkaufableger fotografiert, dass man halt direkt sagen kann, okay, das ist die Größe des Plugs oder was heißt, man muss es oder sagen, die Größe man muss es halt nicht mehr, mehr sagen oder man muss nicht erklären, wie groß das Tier ist, wenn man es aufmacht. Und hier zeige ich halt einmal, dass man diese Messskala halt einfach rausklicken kann, also dass man mehr in ein System wieder hat, wenn man jetzt zum Beispiel nur Fotos für Instagram oder für irgendwelche anderen Zwecke machen möchte, kann man das halt auch ohne diese Messskala machen. Wenn man dann was verkaufen möchte, packt man die Messskala rein. Und genau, wir haben auch Einsätze, die dann halt komplett das Ganze in weiß, blau etc. pp. Also mit dem Hintergrund, den du im Endeffekt haben möchtest. Genau. Ja, dann zeigen wir noch einmal das beste Produkt von der Maze. Habe ich hier auch. Genau, unsere Schlüsselanhänger, über 300 Stück sind an dem Wochenende, oder weit über 300 Stück sind an diesem Wochenende weggegangen. Und das ist Messe Live, genau. Genau, und ja, jetzt müssen wir fleißig nachproduzieren, was wir da wieder alles in Stock haben. Jo, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank, dass wir das Ganze nachvertonen konnten und geht as soon as possible raus.